Leute, heute ist Tag 8. Ich bin relativ spät zu Hause. Ich verlange bei der Arbeit. Wir haben eben noch einen Wasserwechsel gemacht. War wieder ein gerader Tag. Ihr seht an der Wurzel, die Schleimpilze werden mehr. Das ist nicht weiter schlimm. Wenn wir später Garnelen einsetzen, werden die das abweiden. Die verschwinden auch mit der Zeit. Das passiert gerade bei Holz, was jetzt noch viel Nahrung bietet, also was noch nicht lange getrocknet ist, sondern was nur halbtrocken war, wie dieses Holz, was wir eben verwendet haben. Wir sehen im Hintergrund die ersten Stängel, die in die Höhe wachsen. Die heben sich schon ab von den anderen. Also die Rotella Red ist da schon ganz gut dabei. Die Rotella Green ist noch recht zierlich. Die Blattform hat sich geändert. Das heißt, die haben von den E-Mersen auf die Submersenblätter unten gestellt. Das kann man ganz gut erkennen. Die Moose legen sich immer mehr weiter nach unten. Also das Weeping Moos kriecht ja nachher über den Stein. Im Vordergrundbereich ist noch alles sauber. Und die Nadelsimse hat auch hier hinten erste Ausläufer auf dem Soil gebildet. Wir sehen auch, dass der Soil die Pflanzen damit gut mit Nährstoffen versorgt, dass das funktioniert. Es gibt keine Probleme, es ist nach wie vor keine Pflanze rausgerutscht. Die CO2-Zufuhr ist konstant. Und ja, ansonsten macht das Becken Freude. Es macht eigentlich gar keine Arbeit, bis auf den Wasserwechsel. Aber der ist ja ruckzuck gemacht. Und wir düngen jetzt jeden Tag mittlerweile mit der halben Dosis, wie es angegeben ist. Das funktioniert ganz gut, noch keine Algen zu sehen. Insofern können wir beruhigt sein an der Scheibe. Es sind auch noch keine Punktalgen oder keine Staubalgen zu finden. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Insgesamt läuft das Becken gut, es macht gar keine Probleme. Hinten die Filterschwämme, die wir verwendet haben, sind auch sauber noch. Also da liegt gar nicht viel drauf, wenn wir raufgucken. Und zum Wasserwechsel, ich hatte es schon erzählt, haben wir Osmosewasser verwendet. Das machen wir nach wie vor und härten das eben immer mit 1,5 Löffel Aquadur auf. Das heißt, wir sind bei einem Leitwert so zwischen 280 und 350 Mikrosiemens. Und ich denke, das ist auch das Ziel, was wir später im laufenden Betrieb für die Fische dann auch halten werden. Ansonsten bleibt nicht mehr viel. Ich werde mich noch vors Aquarium setzen, mir das angucken und den Feierabend genießen. Ciao! Hat dir das Video gefallen und zeigst mit einem Daumen nach oben? Möchtest du zum nächsten Tag gelangen, dann klick einfach hier. Alle weiteren Tage und die Tage davor befinden sich unten in der Videobeschreibung. Jetzt noch schnell unseren Kanal hier unten in der Ecke abonnieren und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video mit Schaust du Garnelen TV? Wirst du Garnelen schlau? Bis dann!